vom Aachener Dom per Videocall nach Afrika. Hi Simeon, thank you for creating the time on such a short notice. Kontimi Kenfak ist mit Namibia verbunden. Mit Simeon bespricht er ein gemeinsames Projekt. Basis ihrer Zusammenarbeit ist der Verein 3Es for Africa, 3 Es für Afrika. Ein Engagement, das der Elektrotechnikstudent aus Kamerun schon früh in seinem Studium initiiert hat. Ich glaube, eine der ersten Fragen, die ich mich gestellt habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, war, was kann ich sofort machen, um einen Mehrwert in meinem Heimatland zu generieren? Ich war jung, Student, keine Erfahrung. Und in NRW und in Aachen ist das Studentenleben sehr von Engagement geprägt. Deswegen war es für mich relativ klar, ich muss mich engagieren. Und ich habe halt gemerkt, das macht nur Sinn, wenn ich mich für die Themen engagiere, die mir wirklich am Herzen liegen. Bei 3Es for Africa kommen Studierende in Aachen zusammen, um Studierende in Afrika zu unterstützen. Die Partner verteilt auf dem gesamten Kontinent. Die Projekte äußerst vielschichtig. Und die 3Es halten alles zusammen. Die 3Es stehen für Education, Bildung, weil wir in einem Bildungskontext aktiv sind. Empowerment, weil die Studierenden, mit denen wir arbeiten, ihre eigenen Projekte umsetzen. Und Eco-Friendliness, also Nachhaltigkeit, weil der Fokus von unserer Arbeit immer auf Klimawandel, Bekämpfung und Anpassung ist. Deswegen 3Es for Africa. Im Kern ist es Hilfe zur Selbsthilfe, die den afrikanischen Partnern angeboten wird. Die Forschungsprojekte wollen nachhaltige Lösungen für den Kontinent entwickeln und der Aachener Verein bietet dafür eine Plattform. Enorm hilfreich dabei, viele Mitglieder stammen selbst aus Afrika. So begegnen sich Unterstützer und Unterstützte auf Augenhöhe. Wir können nicht für eine Zielgruppe irgendwas machen wollen, wenn wir die Zielgruppe nicht verstehen oder wenn wir uns mit der Zielgruppe nicht identifizieren können. Das ist ganz wichtig. Und daher war für mich klar, okay, wir müssen ein Verein sein, der hauptsächlich aus afrikanischen Studierenden, sogenannte Studenten der afrikanischen Diaspora, gehört. Ein afrikanischer Mikrokosmos mitten in Aachen. Ich, Kamerun, es gibt auch weitere KamerunerInnen, es gibt Ghana, es gibt Nigeria, es gibt Zimbabwe. Es gibt auch Kenia. 3Es for Africa will etwas anstoßen auf dem Kontinent und möchte Impulsgeber sein für eine langfristige Entwicklung. Und die Weichen sind gestellt. Erste Projekte erhalten vor Ort weitergehende Förderung. Die afrikanischen Changemaker sind auf einem guten Weg. Ich träume von einer Welt, wo Afrika auf eigenen Füßen steht. Damit das passiert, muss die Wahrnehmung und das Bild von Afrika verändert werden. Und genau das machen wir bei 3Es for Africa. Kontimi Kenfak hat uns in der Jury sehr beeindruckt. Er hat mich auch persönlich sehr beeindruckt. Die Förderung von Projekten zur Energiewende, zum Klimawandel, das ist herausragendes Engagement. Insofern ein sehr würdiger Preisträger. Wir sind stolz darauf, ihn auszeichnen zu können als Student des Jahres 2024. Mein herzlichen Glückwunsch.